Welcome to Road Rarities. The Sunbeam Expedition. Road Rarities. Ein mutiges Vorhaben von drei leidenschaftlichen Motorradfahrern, welche mit ihren nahezu 100 Jahre alten Sunbeam-Maschinen die Großglockner Hochalpenstraße bezwingen möchten. Ausgangspunkt dieser ungefähr 600 Kilometer langen Tour hin und zurück ist Bad Wimsbach bei Forchdorf. Werden Sie es schaffen? Schönes Wetter, was will man mehr? Und dass die Moped halten. Das ist der einzige Gedanke, was ich habe. Mit lieben Leuten fortfahren ist kein Problem und die richtigen Untersätze dazu, da kann nichts schief gehen. Ja, ich bin da neu Mitläufer mit euch, aber ich freue mich schon vollgas. Ja, freue mich, dass alle pünktlich sind, dass alle gut gelaunt und ausgelaufen sind. Jetzt kann es losgehen. Sunbeam ist eine englische Marke, die sehr hochwertig produziert hat, hat sich natürlich auch im Preis niedergeschlagen, war sehr teuer zu der Zeit. Sunbeam war führend, auch bei sportlichen Erfolgen. Wir sind da mit drei Sunbeams. Die erste da ist genau 100 Jahre, Baujahr 22. Die anderen beiden sind aus 1927, sie sind sehr zuverlässig. Circa 40 Kilometer in Weyreck am Attersee, ein erster Statuscheck. Alles gut? Alles gut. Wie geht's noch? Wie läuft's? Sehr gut. Ist noch ein wenig ungewohnt. Ich bin gestern einmal 20 Kilometer gefahren, mit dem sind das erste Mal oben jetzt. Aber es ist gewöhnungsbedürftig, aber es geht. Ja, die Sunbeam hat 500 Kubik, ist eine seitengesteuerte, springt wirklich sehr leicht an. Ich fahre das erste Mal jetzt mit dem Motorrad eigentlich und muss wirklich sagen, sehr zuverlässig, sehr pflegeleicht. Ist wirklich eine Top-Maschine. Wie gewohnt, aber Sunbeam ist halt verlost. Nachdem alles in Ordnung zu sein scheint, geht es dann weiter entlang dem Attersee, entlang dem Mondsee, über die Schaflinger Höhe nach St. Hilgen und dann neben dem Wolfgangsee bis nach Strobel. Strobel am Wolfgangsee wird dann der erste Tankstopp notwendig. Wie viel Liter gehen in den Tank hinein? Ich schätze mal 8 bis 10 Liter. Wie viel verbraucht diese Maschine auf 100 Kilometer? 4 Liter pro 100. Um einem raschen Verschleiß vorzubeugen, werden noch ein paar Tropfen Bleiersatz hinzugefügt. Bei meiner Maschine gibt es eine ganz gute Geschichte. Ich habe die seit 45 Jahren. Sie ist immer noch auf das schwarze Kennzeichen zugelassen. Ich bin in der Zeit an die 35.000 Kilometer gefahren. Sie ist wirklich zuverlässig und macht den Namen alle Ehre. Ich habe es damals vom Erstbesitzer kaufen können. Der hat es auch schon 55 Jahre gehabt, also 100 Jahre. Er hat sich sicher gefreut, wenn er das nur sehen darf. Die Maschinen vollgetankt, die Fahrer gut erholt, geht es über die Postalmstraße hinauf
zur Postalm. Die Postalm ist mit 42 Quadratkilometern eines der größten Almgebiete in Österreich. Das Almengebiet wurde vor ca. 300 Jahren durch die Holzwirtschaft erschlossen. Deshalb hieß die Postalm damals aber auch noch Holzalm. Erst als im Jahre 1853 der aus Bad Ischl stammende Postwirt vom Hotel zur Post die historische Postalmhütte gebaut hat, wurde die Holzalm in Postalm umgenannt. Heutzutage wird die Postalm von ca. 2000 Tieren beweidet. Ja, wunderschön ist es und ich bin müde. Für Müdigkeit bleibt jedoch keine Zeit. Ferdinands Ehrgeiz gebietet ihm, immer der Erste zu sein. Damit die Distanzen zwischen den Maschinen nicht zu groß werden, muss Ferdinand jedoch immer wieder auf alle anderen warten. Also diese Maschine ist aus 1927, eine 500er umgesteuerte mit ca. 10 PS. Beim Starten ist sie schwieriger zu starten als wie einen Seitenventiler. Und die Geschwindigkeit ist bei 90 auch gefühlte 120. Es sind nicht nur die Maschinen, die hin und wieder eine kleine Pause brauchen. Zumal das doch sehr aufwendige Handling der Maschinen viel Konzentration von den Fahrern abverlangt. Vorderbremse, in dem Fall links, aus der Norm, Kupplung, Zündverstellung, Lenkungsdämpfer, Kupplung, Luft, Vergaserluft, Gas. Dekompressor, Schalthebel, Kickstarter. Ja, noch ein bisschen was Technisches. Baujahr 1922, 500 Kubik, seitengesteuert. PS weiß man nicht so genau, ich sage einmal knapp unter 10. Höchstgeschwindigkeit, gefühlte 120, es sind aber nur 90, wenn überhaupt. Man ist auf jeden Fall froh, wenn man einen Kanaldeckel ausweichen kann. Weil es sind wirklich harte Böcke, die Motorräder aus der Zeit. Und wenn man da 200 Kilometer fährt oder mehr, dann merkt man das schon. Also schon anstrengend. Dann passierte es. Der erste gröbere Defekt an einer Maschine ist aufgetreten. Das muss ich schon reparieren.
Hey, aber ich weiß nicht. Aber Ferdinand hat mit seiner bestens ausgestatteten mobilen Werkstatt mit vereinten Kräften das Problem rasch wieder behoben. Nach dieser kurzen Aufregung folgte die erste verdiente Pause, um genügend Kräfte für die weitere Fahrt zu sammeln. Charlie, unser Navigator, plant und bespricht die weitere Route. Flott geht es dann wieder auf die Maschinen. Vor der Einfahrt zur Großglockner Hochalpenstraße noch ein letzter kurzer Tankstopp. Bereits vor 3500 Jahren haben sich Menschen über das 2504 Meter hohe Hochtor gewagt. Römer und Kelten benutzten die Nord-Süd-Verbindung als Handelsstraße über Jahrhunderte hinweg, bis sich einfachere Wege und Routen etabliert hatten. Die Idee und Umsetzung zur heutigen Großglocknerstraße war vielschichtig und hat seinen Ursprung in der Ersten Republik Österreich. Eine große Herausforderung der Ersten Republik Österreich war, nach dem Ende des Habsburgerreiches am Ende des Ersten Weltkrieges neue Projekte für das Land zu schaffen. Mit dem Projekt Großglocknerstraße hoffte man, Tausende beschäftigen zu können. Auch war es eine große Anforderung, die damalige hohe Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Mit der Fertigstellung der Großglocknerstraße
rechnete man damit, den Fremdenverkehr zu wecken und dadurch gute und neue Erlösquellen zu schaffen. Es ist dem damaligen Landeshauptmann von Salzburg, Franz Rerdl, und der Planung des Bauingenieurs Franz Wallack zu verdanken, dass dann zur Mitte des Jahres 1930 die ersten Arbeiten beginnen konnten und genau 5 Jahre später die Großglockner-Hochalpenstraße eröffnet wurde. Die Großglockner-Hochalpenstraße führt über 36 Kehren und einer Länge von 48 Kilometern hinein in den mit 18.000 Quadratkilometer größten Nationalpark Österreichs. Den höchsten Punkt der Straße bildet die Edelweißspitze mit einer Höhe von 2.571 Metern. Alfons kommt im Tunnel kurz vor dem Hochtor in eine wahrlich gefährliche Situation. Mitten im Tunnel fällt der Motor seiner Maschine aus. Da heißt es nur mehr so rasch wie möglich raus aus dem Tunnel. Der Defekt war dann aber auch sogleich wieder behoben. Ein schnelles Fotoshooting noch am Hochtor und weiter geht es der Sonne entgegen. Ich habe jetzt mal Freude damit, wenn ich es auch nur anschaue. Es entsteht irgendwie ein Bezug dazu, wenn man es so lange hat. Das kann sicher jeder, der so ein Motorrad hat, ganz gut nachvollziehen. Wir fahren in den letzten Streckenabschnitt ein, welcher uns zur Franz-Josefs-Höhe führt. Ausfahrt aus dem Tunnel erreichen wir auf 2369 Metern unser Ziel, die Franz-Josefs-Höhe.
perfekt. Wir haben wirklich eine super Streckenführung gehabt, haben super Pässe gehabt, war wirklich optimal ausgesucht. Im Hinterkopf hat man immer, ob die Maschinen doch halten, sind doch alle 100 Jahre alt. Ein erhebendes Gefühl, wenn man also nach so einer Tagesfahrt am Glockner ankommt und sagt, jetzt habe ich das geschafft, was ich mir vorgenommen habe, mit so alten Geräten. Road Rarities.